Herzlich willkommen zu einem neuen Einweisungsvideo von uns. Heute stelle ich euch aus der Kompaktklasse einen Kastenwagen vor. Als Beispielmodell haben wir den Knaus Roxlife 600 DQ und den zeigen wir euch jetzt erstmal. Auch bei diesen Fahrzeugen bekommt ihr wieder von uns zwei Schlüssel mit. Einen Fahrzeugschlüssel für das Basisfahrzeug und einen Aufbauschlüssel für die kleinen Schlösser, die sich außenrum am Fahrzeug befinden. Mit der Funkfernbedienung kriegen wir mit dem oberen Knopf das Fahrerhaus auf, mit dem unteren Knopf Schiebetür und Hecktüre und mit dem Knopf in der Mitte schließen wir das Fahrzeug komplett ab. Vorne befindet sich der Dieselfüllstutzen, den schließen wir einmal auf vorm Tanken und unten drunter der AdBlue-Füllstutzen. Im unteren Bereich des Fahrzeuges auf der linken Seite haben wir den Abwasserablauf. Sollte der Abwassertank voll sein, sehen wir das innen am Bedienpanel, dazu kommen wir gleich. Zum Entleeren des Abwassertanks fahren wir über die dafür vorgesehene Entsorgungsstation, drücken den Hebel hier nach unten und das Wasser kann abgelassen werden. Hinter dieser Klappe hier verbirgt sich die Toilettenkassette. Das ist unser Fäkalientank. Sollte der voll sein, leuchtet neben der Spülung eine kleine LED in Rot und dann entleeren wir die einmal. Zum Entleeren den Riegel hier nach oben drücken und an der Kassette ziehen. Wenn wir bei der Entsorgungsstation angekommen sind, zum Entleeren, drehen wir hier den Rüssel nach vorne, schrauben den Deckel ab und kippen den Inhalt raus. Wenn wir hier drauf drücken, dann wird entlüftet und die Kassette entleert sich. Nach dem Entleeren sollte man hier neues Mittel reinfüllen. Das machen wir entweder hier oben rein oder wir schütten es einfach ins Klo. Nach dem Entleeren verstauen wir die Kassette hier wieder, dafür schieben wir die einfach hier rein. Und wenn wir das Klicken hören, wissen wir, die Kassette ist wieder angedockt. Und wir können hier abschließen, dass die auch keiner klaut. Hinter dieser Klappe verbirgt sich unser Außenstromanschluss. Dort stecken wir unser CEE-Adapterkabel dran. Und sobald dieses Kabel hier steckt, schaltet das Fahrzeug um von 12 Volt auf 220 Volt, das heißt größere Geräte wie ein Föhn oder ein Toaster können jetzt verwendet werden und beide Batterien werden geladen. Hier sind wir am Fahrzeugheck angekommen. Beim Aufmachen der Tür immer darauf achten, hier haben wir eine große Verletzungsgefahr. Nehmt am besten den Radträger zum Öffnen hier und auch beim Zumachen, dass ihr euch den nicht an den Kopf schlagt. Der Knaus Roxlife hat die große Besonderheit, dass wir hier ein höhenverstellbares Heckfugbett haben. Das heißt, per Knopfdruck kann das Fugbett hier nach oben gefahren werden. Hier haben wir genug Platz zum Campingmöbel verstauen, vielleicht ein Fahrrad reinstellen, Toilettenchemie, Kabeltrommel, hier hat alles seinen Platz. Hier befüllen wir das Frischwasser, nach links aufschließen, reindrücken und nach links aufdrehen. Können wir hingehen mit Wasserschlauch oder Gießkanne und das Wasser befüllen. Wir haben auch an diesem Fahrzeug wieder eine Markise von der Marke Thule verbaut. Die Kurbel kann man bei Bedarf auch verlängern. Die wird dann hier oben reingesteckt und dann drehen wir nach rechts, um die Markise auszukurbeln. Wichtig ist zunächst, dass wir die nicht ganz rauskurbeln, sondern ungefähr zur Hälfte. Eine halbe Umdrehung nach links. Dann können
können wir die Kurbel hier stecken lassen. Im nächsten Schritt holen wir hier die Füße raus von der Markise, dass die schon mal abgestützt wird. Die sind hier vorne in der Leiste versteckt. Mit einem Griff hier kann ich die ganz einfach rausholen und die Markise abstützen. Außerdem kann ich die gewünschte Höhe hier justieren. So, wenn wir die Markise abgestützt haben, dann stellen wir die beiden Träger hier etwas quer und können sie dann ganz rausholen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass die Markise nur als Sonnenschutz dienen sollte und bei Sturm und Regen auf jeden Fall eingefahren werden muss. Zum Reinfahren passiert das Ganze hier wieder rückwärts. Wir stellen die Spitzen quer mit dem Fahrzeug, kurbeln die Markise wieder ein. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Fahrzeug rein. Wir haben hier einmal eine große Insektenschutztür. Fliegengitter haben wir auch an allen Fenstern und Dachluken, die im Fahrzeug verbaut sind. Per Knopfdruck hier fahren wir die Drehstufe raus. Diese bitte vor der Fahrt wieder einfahren. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, hier drin fangen wir wie immer mit dem Bedienpanel an. Wir haben ganz oben rechts unseren Hauptschalter. Per Knopfdruck aktivieren wir hier die 12 Volt im Fahrzeug. Darunter der Schalter für unsere Wasserpumpe, dass die mit Strom versorgt wird. Falls vorhanden im Fahrzeug, haben wir hier den Schalter für eine Markisenbeleuchtung außen. Und die linken Schalter hier dienen zur Füllstandsüberwachung. Einmal von dem Frischwassertank. Da sieht man, der ist jetzt auf Reserve. Und wir sehen den Ladestatus von unseren beiden Batterien. Also einmal von der Starterbatterie des Basisfahrzeugs und von der Wohnraumbatterie. Wenn wir unseren Außenstrom anschließen per Adapterkabel, dann sehen wir das hier unten links. Die Anzeige leuchtet dann in Orange. Und dann wissen wir, wir beziehen Strom vom Land, von den 220 Volt und nicht von unserer Batterie. So, hier haben wir das Truma CP Plus Bedienteil, die digitale Steuerung für Heizung und Warmwasserboiler. Der zeigt uns im Standby-Modus jetzt hier die Uhrzeit. Wenn ich ins Menü kommen möchte, drücke ich einfach auf den Knopf hier. Dann kann ich über das Drehen an diesem Knopf die gewünschten Symbole anwählen. Hier blinkt jetzt zunächst mal die Heizung. Wenn ich die Heizung anmachen möchte, dann bestätige ich das nochmal und drehe hier die gewünschte Raumtemperatur an. Das geht bis 30 Grad. In der Regel hat man hier so 22, 23 Grad eingestellt. Bestätigt das nochmal und dann fängt die Heizung an zu wärmen. In diesem Fall hier haben wir jetzt eine Dieselheizung verbaut, die fängt sofort an. Wenn wir einen Kastenwagen mit Gasheizung haben, dann muss man vorher natürlich die Gasflasche aufdrehen. Genau, rechts nebendran haben wir den Warmwasserboiler. Hier gibt es drei Modi, Eco, Hot und Boost. Eco steht für 40 Grad Wassertemperatur. Hot steht für 60 Grad Wassertemperatur und mit der Boost-Funktion geht es schneller und effektiver. Hierfür wird aber auch die Energie von der Heizung verwendet. In Verbindung mit der Heizung können wir auch hier die gewünschte Ventilation einstellen über dieses Symbol, je nachdem, wie stark die warme Luft hier aus den Auslässen gepustet werden soll.
Außerdem haben wir noch die Möglichkeit, hier einen Timer einzustellen, wann die Heizung angehen möchte. Beispielsweise soll die heute Abend starten um 20 Uhr und heizen bis 22 Uhr auf 26 Grad. Boiler brauchen wir nicht. Belüftung machen wir high und starten. Hier sind wir bei der Küchenzeile vom Box Live. Die kann bei Bedarf auch verbreitert werden. Wir haben einen 2-Flammen-Gaskocher mit Piezo-Zündung. Hier drücke ich den Drehknopf ein, drehe ihn auf und zünde per Knopf. Hier haben wir die Spüle mit kalt oder warm Wasser. Und wir haben großzügige Küchenschubladen mit Einlagen für Besteck. Direkt neben der Küchenzeile befindet sich unser Kompressorkühlschrank. Den schalte ich hier oben per Knopfdruck an, bleibe lange auf dem Knopf. Und sobald das Licht hier drin leuchtet, weiß ich, der Kühlschrank fängt an zu kühlen. Hier gibt es 3 Modi: Performance für den normalen Betrieb, Silent für die Nacht, wenn er etwas ruhiger sein soll, und Boost, wenn es draußen sehr warm ist. Hier kann ich noch die gewünschte Stufe einstellen im Performance-Modus durch Knopfdruck. Wichtig ist auch bei den Kompressorkühlschränken, dass wenn das Fahrzeug über längere Zeit steht und der Kühlschrank nicht benutzt wird, wir hier unsere Belüftungsfunktion rausklappen, dass der Kühlschrank nicht ganz schließt, dann fängt er nicht an zu riechen und kann nicht schimmeln. So, unter dem Kühlschrank hier befindet sich auch unser Kleiderschrank. Hier haben wir die Möglichkeiten, Jacken aufzuhängen. Außerdem haben wir hier noch den Ablasshahn vom Frischwassertank. Sollte das Frischwasser länger als 3 bis 4 Tage im Tank stehen, sollten wir das mal erneuern. Und hier können wir, indem wir den Hahn umdrehen, das Frischwasser entleeren. Im Knaus Box Live 600 DQ haben wir hier im vorderen Bereich des Fahrzeuges ein Hubbett verbaut. Bevor wir das herunterlassen, muss es einmal abgeschnallt werden. Dann greifen wir den Hebel hier und ziehen das Bett einfach runter. Außerdem gibt es neben dem Kühlschrank eine Leiter. Die hängen wir hier ein. Wir können dann einfach zum Bett hochsteigen. Jetzt sind wir schon in der Nasszelle angekommen. Wir haben hier einmal die schwenkbare Toilette. Vor der Benutzung machen wir hier einmal den Hebel auf, und zwar der graue hier unten. Den ziehen wir zu uns her, dann öffnet sich die Kassette. Spülen tun wir auf dem blauen Knopf hier, vorausgesetzt die Wasserpumpe ist an. Und nach dem Spülen schließen wir hier den Hebel wieder, dass die Kassette luftdicht abschließt. Hier unten haben wir eine Anzeige des Füllstands von der Toilettenkassette. Der ist jetzt grün, das heißt, die Toilettenkassette ist leer. Sobald der rot leuchtet, ist die Kassette voll und sollte entleert werden. Außerdem haben wir hier eine Strangsperre, die aktiviert die Frisch- und Abwassertankheizung. Wenn wir diese Tankheizung aktivieren möchten, dann nehmen wir das Seil und lassen es hier rein. Wenn wir das Seil hier wieder einspannen, ist die Heizung deaktiviert. Bei den Kastenwagen von Knaus und Weinsberg haben wir in dem Modelljahr 2020 keinen Stützfuß mehr hier unten. Und wir können den Tisch einfach verschieben, indem wir den hier ein bisschen anheben, die gewünschte Position bringen und wieder verankern. Außerdem kann der Tisch bei Bedarf ausgeschwenkt werden. Wenn man hier die Sitzgruppe umbauen möchte, werden die Fahrersitze gedreht. Das zeige ich euch gerade mal, wie man das macht.
zwar haben wir hier einen Hebel, den drehe ich von mir weg und drehe mich gerade mit ein bisschen Schwung einmal rum. Gegebenenfalls muss ich hier ein bisschen spielen mit vorn zurück, dass ich den Sitz drehen kann. Und dann haben wir hier schon unsere Sitzgruppe umgebaut. Wir haben hier wieder den Fiat Ducato als Basisfahrzeug. In dem Fahrerhaus ist alles ähnlich angegliedert wie in einem PKW. Wir haben hier die Belüftung, regelbar, ob kalt oder warm. Per Knopfdruck können wir hier manuell die Klimaanlage ein- oder ausschalten. Außerdem haben wir hier ein Doppel-DIN-Multimedia-Gerät der Marke Pioneer verbaut. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, erscheint hier automatisch das Bild von der Rückfahrkamera. Und in Verbindung mit diesem Pioneer-Gerät gibt es auch ein Head-Up-Display. Das klappe ich hier auf und kann dann hier die gewünschte Helligkeitsstufe per Knopfdruck einstellen. Das war unser Einweisungsvideo zum Kastenwagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt oder was unklar sein sollte, bei jedem Fahrzeug von uns gibt es eine ganze Mappe voll mit Bedienungsanleitungen mit. Da werdet ihr bestimmt fündig. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne per Mail oder telefonisch kontaktieren, wenn ihr noch Fragen habt.